habt ihr jetzt hier? Was ist das für eine Era? Also ich bin Folkmore. Ja. Also es ist zwei ihrer Indie-Alben und die sind mehr so Stoff und Pflanzen. Lover. Lover. Und du? Reputation. Perfekt, mit dem Cowboy-Hut auf. Seht perfekt aus. Ganz schönen Abend euch. Pink, danke euch. Viel Spaß. Das ist die Lover-Era. Okay. Ja. Was hast du dir da, wie viel hat das gekostet? Hast du selber gebastelt? Ja, das habe ich selber gemacht. Also sie hat ja den Loverbody an. Ja. Und das war eigentlich mein Plan. Das hat nicht ganz so geklappt. Und dann dachte ich, mach dein Kleid draus. Es sieht wunderschön aus, wirklich. Eine Era? Das ist der T-Shirt von Trevor Chaos. Yeah, alright, alles klar. Wissen wir Bescheid. Wissen wir Bescheid. Du, können wir mal bitte tauschen hier? Ich habe auch noch ein schönes. Oh, warte mal. Dann nehme ich das einmal rein. Super, wie viele hast du denn da? Keine Ahnung. Outfit, ey, was ist das für eine Era bei euch? Das oh, das... Aus der Lover-Era ist es, ja. Aus der Lover-Era. Genau, weil da gibt's einen Song, der heißt Miss Americana. Ja. Oh, okay, alright, alright. Das ist der Heartbreak Prince. Genau, ich bin der Heartbreak Prince. Alles klar. Ihr seid hier die Prinzessin des Abends heute. Vielen Dank. Also ich bin auf jeden Fall Midnight's Era, durch okay. und durch. Ja. Perfekt, also schön Glitzer hier alles. Wie und ist bei dir? Die Monde. Natürlich, ja, hab klar. ich nicht übersehen. Bei dir genauso, oder? Auch Midnight's, ja. Ist eure Lieblings-Era? Ja, ist schon eine richtig geile Era. Aber wir konnten uns auch ganz lange nicht entscheiden. Das war sehr schwierig. Aber ich glaube, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Ey, schönen Abend euch.